Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Diese Woche zeige ich euch mit den zu sehenden sehr alten Aufnahmen, die noch mit meiner GoPro Hero 3 aufgenommen wurden, ziemlich unspektakulär langweilige Aufnahmen. Wirklich viel nachzulesen gab es über diesen Ort auch nicht, weswegen wir uns in dieser Folge auch etwas mit der Zukunft beschäftigen wollen. Kommt nun also mit auf diesen kurzen Trip und den Rest erfahrt ihr wie üblich gleich von mir in den kommenden Minuten. Möchtet ihr weitere verlassene Orte und ihre Geschichte kennenlernen, dann besucht gerne meinen Kanal. Dort werdet ihr sehr wahrscheinlich etwas Interessantes finden. Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall, genauso wie das Abonnieren. Nun wünsche ich euch aber erst einmal viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Wohnheim oder Wohnhaus für Berg- und Tagebaumitarbeiter. Ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, die Aufnahmen sind überschaubar. Aber jeder hat mal klein begonnen und auch diese Aufnahmen möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn man diese Aufnahme so sieht und man damals damit einen Schritt sogar nach vorne gemacht hat, fragt man sich echt. Denn davor kamen Bilder und Videos noch völlig verwackelt vom Handy. Bloß gut, dass sich das alles bis heute etwas geändert hat. Diejenigen von euch, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, haben hoffentlich nie vergessen, dass es nicht überall die total spektakulären verlassenen Orte gibt. Es gibt eben auch welche, und das ist halt das Gros der Masse, die von außen mehr hermachen, als es dann im Inneren tatsächlich zu sehen gibt, oder jene, bei denen es genau andersherum ist. Es gibt aber auch welche wie hier, die einem zufällig vor die Linse kommen, wo man schon vorher weiß, diesen Ort nehme ich einfach nur der Vollständigkeit halber mit. Aber auch solche Orte gehören dazu und manchmal sind die Geschichten zu diesen Gebäuden mitunter viel interessanter als die Liegenschaften an sich, was aber hier nicht der Fall war. Ich fand im Netz zu diesem Objekt nicht viel. Die Region rings um den kleinen Ort mit 272 Einwohnern wurde jahrzehntelang vom Berg- und Tagebau geprägt. Noch heute wird hier renaturiert, wenn auch der Kohleausstieg noch einige Jahre dauern wird. Vor allem im 20. Jahrhundert und noch viel mehr ab der DDR-Zeit nahm die Maschinerie richtig Fahrt auf. Viel Entwicklung, Arbeitsplätze und Wohlstand, aber auch Umweltzerstörung mit jahrzehntelangen Folgen für Tiere, Pflanzen und natürlich auch am Ende dem Menschen.
In den 90er Jahren wurde dieser Verbund aus Tagebau, Raffinerien, Kohle- und Brikettfabriken bis hin zu Kraftwerken Stück für Stück zurückgefahren. Dies sollte zwar Jahrzehnte dauern, aber heute ist man auf einem sehr guten Weg, wenn man auch noch längst nicht angekommen ist. Das hier gezeigte Gebäude wurde Anfang der 90er nicht mehr genutzt. Es ist das größte im Ort und entstand vermutlich zwischen 1920 und 1940. Es steht nicht unter Denkmalschutz, aber vom Abriss ist es auf jeden Fall nicht bedroht. Man sieht es im Sommer ja kaum, abgesehen vom Fußballplatz. Ich war jetzt die letzten Tage viel unterwegs, habe mich stundenlang auf irgendwelchen Objekten herumgetrieben und habe mir da viel angeschaut, mich auch ein bisschen in Gefahr begeben, aber das erzähle ich euch alles, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall gibt es viele neue tolle Aufnahmen, bleibt also auf jeden Fall dran, es wartet einiges auf euch. In diesem Zusammenhang werde ich auch die letzten meiner ganz alten Videos Stück für Stück rauskehren, damit ihr die auch endlich mal gesehen habt und ich auch mit diesen Videos dann mal abschließen kann. Außerdem erzähle ich euch ja schon seit Jahren, dass ich ganz, ganz viele alte Aufnahmen noch auf meiner Festplatte rumliegen habe. Und in der Tat ist das bis heute so. Ich muss bloß immer so ein bisschen die Dosierung finden, wie ich welches Objekt wann wie wo bringe, damit es für euch am Ende auch nicht langweilig wird. Auf jeden Fall, es wird interessant. Bleibt dran, das ist die Message. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und von dieser Folge wie üblich noch mit einigen wenigen Bildern, die ich hier nur mitnehmen konnte. Das Video war, ich weiß, nicht wirklich der Brüller. Hier ging es aber heute eher mehr um Inhalte und dass wir mal ein bisschen über gewisse Themen sprechen. Seid also nicht so streng zu mir und lasst mir dennoch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auf meinen Kanal für weitere vernünftige Folgen zum Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands. Für Bilder schaut ihr bitte auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr in der Infobox. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.